Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. So, wir sollen uns eigentlich um das Verstreute herkümmern, aber ich habe mal ein bisschen auf der Karte gestöbert und das kann ich euch auch direkt mal zeigen. Okay, warum, was das Ausrufezeichen ist, weiß ich gerade gar nicht. Hier habe ich etwas gefunden für einen Raubzug. Die anderen würde ich noch nicht nehmen, weil da steht, die empfohlene Stärke ist 160. Hier ist die empfohlene Stärke 20. Wir haben gerade die 19 erreicht. Also sollte es theoretisch vielleicht hart sein, aber funktionieren. Ich habe hier schon mal eine Markierung hingemacht. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht weiß, doch die Markierung sieht man da oben. Okay. Ich werde mich jetzt erstmal Richtung Wasser begeben, weil ich würde schon gerne zum einen den Stall natürlich machen. Das sieht aber schon richtig geil aus hier mit dem Baum, muss man ja ganz ehrlich mal sagen, ne? Was mich übrigens daran erinnert, das wollte ich auch mal eben gucken. Ich weiß nicht, den einen oder anderen von euch interessiert das vielleicht auch, dass ich gar nicht weiß, ob und wie. Nein, hier kann man es anscheinend nicht drüber machen. Es gab mal eine Funktion, dass man Screenshots machen konnte. Okay, das war die Auslastung. Das war es nicht. Ah, dafür muss ich F3 drücken. Das geht anscheinend nicht über das Normale. Okay, Foto machen. Ist das dann automatisch ohne den Rand? Ja, anscheinend ja. Ich wollte es jetzt einfach mal ausprobieren. Ja, nein. Das wollte ich nicht. Okay, ja super. Also, wenn ihr auch sowas machen wollt, über F3 kommt ihr in die Screenshot-Funktion und dann könnt ihr Fotos vom Spiel machen. Ich mache sowas immer unheimlich gerne. Leider, da ich ja hier quasi nichts mehr offline mache, mache ich das sehr selten, weil es nervt ja doch schon so ein bisschen, das zwischendurch immer wieder anzuklicken. Achso, das habe ich schon gemacht. Ich habe leider noch keine anderen davon gefunden. Leute, kommt ihr mit mir auf Raubzug? Kann ich euch das so sagen? Ja, kann ich. Abfahrt. So, Abfahrt. Aber wir müssen noch mal gucken. Wir schauen jetzt in die richtige Richtung. Okay, das wollte ich nämlich wissen. So, dem Fluss erstmal folgen. Ja? In diesem Gewässer müssen wir rudern. Ja, dann ruder halt. Trotzdem musst du dem Fluss folgen. Sink, meine Rahmen. Zur Kartenmarkierung. Ah, das kann man automatisch machen. Wunderbar. Das ist also die Panorama-Ansicht. Reward for strain to Valhalla take. Then horns resound the mighty. Aber wir sind gleich da. Wenn er denn richtig fährt. Okay, der fährt hier rüber, der fährt nicht links rüber. Warum? Macht aber den Bogen nach links. Na gut. Ich bin ja auch zur Kartenmarkierung gegangen. Machen ja aber eine komische Kehrtwende. Die fahren ja fast schon in die versunkenen Schiffe rein. Das konnte ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Das ist so ein schönes Bild mit der Sonne im Hintergrund. Herr Weiter.
Hallo, ich wollte die plündern. Weniger Segel! Das sind mehr Segel! Segel! Ja. Leute. Mann, ich drücke auf Plündern und ihr setzt jetzt hier auf und könnt jetzt nicht mehr... Oh, ist das euer Ernst? Wir können das segeln. Segel! Fang den Wind! Ja, dreh doch einfach mal das Schiff. Komm. Los. Hier müssen wir an die... Jetzt Segel setzen! Oh, ist das denn so schwer? Ich werde nie wieder Y drücken, um zu plündern. Okay. Ja, warum ich jetzt gerade Runen bekommen habe, weiß ich nicht, aber ich bin komplett aus dem Spiel rausgeflogen. Und da ich weiß, dass sehr, sehr viele das Problem haben und ich immer gehofft hatte, dass ich es nicht kriegen werde, weil ich es noch nicht hatte bisher, habe ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Panik, dass ich das jetzt ständig kriegen werde. Leute, was macht ihr denn da? Wenn ich nach links oder nach rechts drehe, geht ihr immer zur gleichen Seite, oder was? Hä? Kann ich hier... Achso, ich habe jetzt keine Markierung mehr, ne? Weil die mich ja rausgeworfen haben. So. Das ist nicht das Richtige. Wir machen später weiter. Wie muss Richtung Küste... Ach, da hinten. Da wollen die... Ah, okay. Da ist ein Lager, Eivor. Vermutlich ein feindliches. Na ja, Moment. Das schaue ich jetzt aber vorsichtshalber mal nach. Ich gehe hier nicht nochmal einfach so... Also da ist gut was zum Plündern auf jeden Fall. Ja. Ich schaue aber trotzdem vorsichtshalber nochmal auf der Karte nach. Da steht nur Reichtum. Also da steht jetzt nichts von drin, dass jetzt hier irgendeiner drin ist, der sehr heftig ist oder so. Heute nähren wir die Raben. Ein Opfer für Odin. Ich glaube, der hat das unter Wasser nicht überlebt. So, ich schau schon mal. Nee, da ist noch einer. Nein, das möchte ich jetzt nicht lesen mitten im Kampf. Ah, okay. Ich weiß, wo der Schlüssel ist. Also beziehungsweise, ich habe gesehen, dass hier ein Schlüssel ist. Ich weiß nicht mehr genau, wo er war. Hallo. Flieg. Ach so, wenn ich nach unten... Wie, der Rabe ist nicht verfügbar. Darf ich den nur zweimal machen, oder was? Ich meine, das wäre irgendwo in der Richtung oder so gewesen. Ich bin mir nicht sicher. Wieso ist das jetzt hier? Sperrgebiet? Sein Tod naht.
Wieso stand hier oben gerade ein Name? Das ist nicht gut. Ich gehe jetzt erstmal hier hinten gucken. Weil da war ich ja auch noch nicht. Ja, genau. So. Finden wir hier noch was? Ja. Ein Kleeblatt. Das ist doch schön. Das bringt uns doch bestimmt Glück. Hä? Nee, ich wollte gerade sagen, die kämpfen doch jetzt nicht gegeneinander. Okay. Was ich jetzt nur gerne mal wissen würde. Ach so, das sind... Nee. Das sind... sind das jetzt zwei Gebiete, wie die man plündern kann? Ich weiß es jetzt nicht. Warum jetzt bei dem einen Sperrgebiet steht und hier nicht, keine Ahnung. Okay, wir gehen jetzt auf jeden Fall... Jungs, kommt mal mit. Vergammelter Käse. Kommt mal mit, wir müssen die andere Seite hier erobern. Da dürfte dann wahrscheinlich auch der Schlüssel sein, den ich vorhin gesehen hatte. Komm zurück und stell dich mir! Geschmeiß! Wir schaffen das! Ach nee, das ist wieder so einer. Ist das dein Ernst? Ey, ich wollte den anderen gerade angreifen. Hat weh. Wo ist er denn? Da. Den wollte ich gerade umbringen. Mann. Achso, hier können wir auch noch was gucken. Nein, nein. Och. Bist du doof? Tu den weg. Weg mit dem. So. Ding ist zu. Okay. Los, Sühnen. Da sollen wir aber eigentlich zeigen, wo der Schlüssel ist. Moment. Kannst du dich auch mal drehen? Danke. Okay, also da ist noch Gold in dem Runden. Das ist klar, weil das ist, glaube ich, das, wofür ich den Schlüssel brauche, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Das heißt, dass der Schlüssel da hinten, glaube ich, gewesen sein müsste. Kann man das auch nehmen? Nee. Oder? Zeigt mir aber sonst nichts mehr hier an. Vorhin hat er mir doch noch gesagt, wo der Schlüssel ist. Das ist doch doof. Hinten laufen noch Leute rum. Wenn du es nicht anders möchtest.
Ich habe den ja ein paar Mal versucht, zu mir zu rufen, aber das wollte er offensichtlich nicht. So, da hinten sind noch berittene Soldaten, oder wie? Oder Händler oder was? Keine Ahnung. Oh oh. Ach so, die sind gegen die Schlange am Kämpfen. Ich wollte gerade sagen. Da haben wir auch noch was. Komm. Nein. Nein, nein, nicht tragen. Ach, das war doch jetzt wieder diese Truhe, oder? Nee. Ach, ich hab den Schlüssel schon gefunden. Sagt mir das doch einer. Okay. Haben wir denn hier überhaupt noch irgendwas, was wir plündern können? Sieht nicht so wirklich so aus. Ja, dann würde ich sagen, dass wir mal langsam wieder ins Schiff zurückgehen, ne? So, ist nur noch die Frage, wo liegt das Schiff jetzt? Jungs, abrücken! Da. Ich bin natürlich wieder völlig in die falsche Richtung gelaufen. Es war so klar. Moment. Ja, dachte ich mir schon. Okay. Leute, wir rücken ab. Alle Mann rein ins Boot und... In diesem Gewässer müssen wir rudern. Ja, dann mach das doch. Zur Kartenmarkierung, genau. Da wollen wir eigentlich schon die ganze Zeit hin, aber irgendwie hat dieses Dorf sowas Schönes an sich gehabt, dass ich mir gedacht habe, ich müsste es mal plündern. Okay, irgendwie sieht man hier fast gar nichts mehr. Wer kann was erzählen? Wege runter! Jonah der Hässliche war ein ausgezeichneter Seemann, der ein Langschiff ganz allein führen konnte. Deswegen behielt... Sind wir jetzt schon da? Nee. Hä? Wieso will der denn hier nicht weitermachen? Also weiter. Kaum jemanden mochte ich in meinem Leben bisher so wenig wie ihn. In einem Jahr hatten wir einige Karle der Ünglinge bei uns für ein Fest. Als es Zeit für Ale war, stellten wir fest, dass wir keines mehr hatten. Wie die Fügung es wollte, war das Ale gerade so. Als Onas könnt ihr jetzt, hallo, könnt ihr jetzt mal stoppen und mal drehen? Danke. Und er bezichtigte Siegwaldi des Verrats. Das gesamte Langhaus lachte Ona dafür aus, dass er sich so aufregte. Das machte ihn noch wütender und er stürmte hinaus. Kurze Zeit später hüpft. Kann man da überhaupt anlegen? Man sieht's von hier aus jetzt schlecht. Ich stelle diesen Schandpfahl zu Unehren der Ünglinge auf! Wir blickten hinaus und sahen, dass ohne einem Pferd der Ünglinger den Kopf abgeschnitten und ihn auf einen Haselast gesteckt hatte. Als er uns an der Tür zusammenkommen sah, mitsamt der Ünglinger, bekam er es mit der Angst zu tun. So, Moment. Wir wollen aber, bevor wir angreifen, natürlich mal eben schauen.
In den Rücken fallen. Sehr gut. Dann setzen wir da nämlich nochmal schnell die Punkte ein. Warte, guter Skalde. Los jetzt, Wikinger! Auf in den Kampf! Das ist ein Kloster wieder. Okay. Nicht mit mir! Denkst du, ja? Ja, so viel dazu, ne? Jungs, kommt ihr auch mit? Nein, warum muss ich immer auf solche Idioten treffen? Kommt mal mit hier, wir müssen den noch zusammen in Schuss halten. In Schuss halten. Ich will ihn ja nicht in Schuss halten. Wollen wir wetten, wer gewinnt? Mann, weich doch mal aus. Komm zurück, du Feigling! Komm, Brüder, beenden wir es. Genau, beenden wir es. Bin ich auch hier. So. Ja, ja. Rabe nicht verfügbar. Wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Oh. Geht doch. So. Oh, das war gar keiner von uns. Das war zumindest perfekt. Ich brauche hier drüben Hilfe. Perfekt aus dem Hinterhalt. Leute? Hallo? Was war denn das gerade? Ich stand irgendwie mittendrin, das war ja mal richtig geil. Yes, perfekt. Entschuldigung.
Okay, nehmt euch die Vorräte und dann Abarsch. So, eine kleine Sache hätte ich allerdings noch. Ich kann nicht schnell speichern. Das heißt, irgendwo muss noch einer sein hier. Gehst du mir mal aus dem... Hallo, geh mir mal aus dem Weg raus. Da hinten braucht einer Hilfe, oder? Okay, ich kann wahrscheinlich so plündern. Ja, da braucht einer Hilfe. So, dich holen wir mal wieder zurück hier. Ist ja noch einer. Da war noch einer. Da hinten ist auch noch einer. Los, hilf mir mal! Ja, komm, mach! Lass nicht nur die Frau arbeiten hier. Och, Leute. Nein, nicht schon wieder so einer. Ich krieg die Krise. Geduld ist keine Schande. Na, wieso macht die das? Hallo? Du sollst stampfen. Geht das noch? Du bist zerschmettert. Das wirst du büßen. Halt zusammen, klar? So, war's das schon hier? Ja, ja, ich komm, ich komm. Hallo. Rohmaterial. Perfekt. Wir können immer noch nicht schnell speichern. Das heißt, irgendwo muss noch was sein. Wolltest du mir zeigen, wo der Rest ist, oder... drin. Sehr schön. Och, ich dachte gerade, da kommt jetzt noch so ein großer Gegner oder sowas. Da ist nochmal Gold drin. Die Frage ist nur... Da ist doch so viel Gold drin. Ach du Schande. Okay. Müssen wir hier erstmal raus, ne? Wenn ich das richtig sehe. Obwohl 58. Moment. Oh, keine gute Idee. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Wie lösche ich immer dieses Scheißfeuer?
Leute, helft mir doch mal! Ich bin ja total verkokelt. Dich jedenfalls auch nicht. Welcher Idiot hat hier die Dächer angezündet? Jungs? Okay, das scheint doch nicht der große Reichtum hier zu sein. Nichts mehr. Ah. Wie kam der denn jetzt hier rein? Sehr schön. Rauchzug abgeschlossen. Perfekt. Aber wieso ist der abgeschlossen, wenn... Das muss ich mal eben nachgucken. Wenn da noch so viele Sachen sind. Ist das jetzt der Hauptschatz gewesen, oder? Lass mich mal hier durch, Junge. Geh mal weg da. Weil hier sind doch noch andere... Gewinnt? Du würdest die Wette verlieren, Junge. Ja, dieses tolle Ausweichen immer, das ist geil. Kein Thema. Nee, ich will dich nicht tragen. Hä? Kann ich hier nicht plündern? Doch. Geht doch. 35. Ja, wo ist denn das? Achso, das sind die... Das muss doch irgendwo hier sein. Also da steht, ist abgeschlossen. Aber was mich halt verwirrt, dass hier immer noch ganz viele Punkte sind. Aber? Doch, er zeigt hier was an. Hä? Oder heißt das nur, dass hier in dem Bereich was war? Das kann natürlich auch sein. Also, ich verlasse mich jetzt mal darauf, weil wir das ja abgeschlossen haben, dass das tatsächlich abgeschlossen ist. Und gehe jetzt wieder zurück. Weil ich hoffe jetzt nicht, dass ich hier irgendwas liegen lasse. Das ist halt der große Mist bei der Sache. Junge, willst du was von mir, oder... Keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Aber ich würde sagen, wir sind hier erstmal fertig. Und ich übernehme jetzt die Führung. So. Ja, ja. So, was heißt zum Questziel? Ich dachte, wir waren jetzt am Questziel. Das Kloster. Doch, das Kloster war doch das, was wir... eigentlich machen wollten. Das ist die empfohlene Stärke. Ja. Ah, da können wir direkt eine Schnellreise von hier aus machen.
Das ist natürlich perfekt. Ja, da die Folge jetzt doch schon ziemlich lange geworden ist, ich weiß, ich bin jetzt hier gerade nur im Lademenü, aber trotzdem möchte ich mich jetzt erstmal von euch verabschieden und dann sehen wir den Rest, nämlich den Aufbau der Siedlung, beziehungsweise den weiteren Ausbau der Siedlung und die Quest, die ich noch machen muss, werde ich dann in der nächsten Folge machen. Bis dann! Ciao!